Wasser, Quelle des Lebens, eines der kostbarsten Güter der Menschheit. Dort, wo wir es brauchen, muss es in geordnete Bahnen geführt werden. Darauf hat sich MTA in St. Veit spezialisiert. Das Firmen-Know-how wird international erfolgreich eingesetzt, das Wissen aber auch weitergegeben. Mit dem European Pipeline Center wurde ein in Europa einzigartiges Forschungs- und Schulungszentrum geschaffen. Die internationale Anerkennung wurde bei den dritten europäischen Rohrleitungstagen Anfang Juni 2009 wieder deutlich. 70 Entscheidungsträger der europäischen Wasserwirtschaft sind zum Erfahrungsaustausch nach St. Veit gekommen und sie haben ihre Technologien vorgestellt. Dass MTA in Forschung und Entwicklung die Nase ganz vorne hat, zeigt die Palette der mitgebrachten Produkte. An der Universität Bradford in Großbritannien wird in Zusammenarbeit mit Österreich ein völlig neues Verfahren zur Kanaluntersuchung entwickelt. Es arbeitet mit Schallwellen und wird schneller, billiger und einfacher als die bisher bekannte TV-Inspektion sein. Der kleine Roboter wird einfach über den Schacht in das Rohrsystem eingeführt. Now we have a final prototype that can go to any sewer pipes and take the data to tell you the condition inside the pipe. Ist der Fehler gefunden, kann ein Kanalroboter zum Einsatz kommen. Ein Allrounder, der vieles kann. Der Kanalroboter kann Fräsen von Ablagerungen, Muffen fräsen, Dichtungen entfernen, Grundwassereintritte abdichten und, was ganz wichtig ist, nach dem Relining das Einbinden der einzelnen Hausanschlüsse. Für technische Versuche ist das Gelände von MTA ideal. Unter dem European Pipeline Center sind 2,5 Kilometer Rohre verlegt. Wassermeister aus ganz Europa lernen hier, wie man Lecks, Verstopfungen und Brüche mit modernster Technologie aufspürt. 1 Million Euro wurde dafür investiert. Rund 1000 Techniker kommen jedes Jahr zur Weiterbildung. Das Interesse reicht von Stockholm bis Süditalien. Und es sind in diesem European Pipeline Center alle Fachfirmen von der Rohrindustrie bis zu den Armaturen hier vereint. Also es ist eigentlich ein Kompetenzzentrum. MTA hat sich als Technologieführer für besondere Problemstellungen in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung positioniert. Eine der neuen Entwicklungen ist ein Hydrantenprüfgerät. Damit wurde unter anderem der Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten gewonnen. Dieses Gerät arbeitet ähnlich wie ein Navigationsgerät. Die GPS-Daten werden für Google Earth gespeichert und gleichzeitig überprüft. Es zeigt den Feuerwehren bei einem Brand in Sekundenschnelle den Standort und die Löschwassermenge der nächstliegenden Hydranten. Mit dem digitalen Löschplan können viele Schäden reduziert werden. Auch bei den Rohren selbst gibt es immer wieder Neuentwicklungen. Zum Beispiel der Havle Vario. Damit werden viel einfacher als bisher stufenlos Lücken überbrückt. Leitungen verbunden, die nicht in der Achse liegen. Mit einem Stück, wo bisher 3 Formteile gebraucht wurden. Das Schwierige bei der Entwicklung war sicherlich einfach jetzt so ein Formstück zu schaffen, das beweglich ist, das einen ausgezeichneten Korrosionsschutz bietet, der eben unseren hohen Standards entspricht, weil alle Armaturen ja für den Erdeinbau konzipiert sind und gleichzeitig auch die Beweglichkeit von so einer Armatur aufrechtzuerhalten. Eben ist das Kugelgelenk und das Schiebestück, dass das alles wirklich auch beweglich ist. Mit Innovationen hat sich auch der führende Kärntner Rohrhersteller Hobas bei den dritten europäischen Rohrleitungstagen in St. Veit präsentiert. Wir haben Pumpschächte im Programm, wir denken an pneumatische Pumpwerke, wir haben einiges vor im Kraftwerksbereich, das ist aber noch in der Entwicklungsphase, also wir strecken immer unsere geistigen Fühler sozusagen aus. Dort, wo das Wasser in seiner reinsten Form bewahrt werden muss, in den Trinkwasserbehältern, profiliert sich OFS, der Spezialist für Oberflächenschutz und Betonsanierung. Altes Wissen wird mit moderner Technologie auf den Standard von heute gebracht. Wir sind wieder hergegangen und haben den Rückschritt gemacht und haben gesagt, was ist beständig, was funktioniert, und haben uns alte Behälter angeschaut, 200 Jahre alte, einwandfrei funktionieren, und diese Oberflächensysteme haben wir nachgebaut. Alles Kunststoff weg, Rückbesinnung, Zement, Sand und Wasser. Gute Verarbeitung und dann funktioniert es. Die dritten europäischen Rohrleitungstage waren sichtbares Zeichen der Firmenphilosophie von MTA.
ein Netzwerk von Spezialisten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aufzubauen, das mit Dachverbänden und Universitäten zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist in 16 Ländern tätig, kann so internationale Erfahrungen optimal nutzen und treibt mit dem firmeneigenen Know-how die Weiterentwicklung der den Wasserkreislauf betreffenden Forschung voran. Damit Wasser, unser kostbarstes Gut, auch noch für unsere Kinder in Hülle und Fülle fließt.